Einen politischen Höhepunkt seiner Arbeit setzte der Landesinnungsverband Hessen mit Ministerialdirigent Dr. Dr. Kilmer vom Ministerium für Wirtschaft und Technik. Perspektiven der Handwerkspolitik in Hessen lautete sein Thema beim Landesverbandstag in Offenbach. Aufmerksam hören die Obermeister und Delegierten der 29 hessischen Innungen zu. Auch sie können über positive Entwicklungen berichten. Die Aus- und Fortbildung nimmt der Landesinnungsverband besonders ernst. Er setzte eigens einen Ausschuss zur Erarbeitung einheitlicher Prüfungsaufgaben ein, der in zahlreichen Sitzungen ein beachtliches Werk schuf. Der Landesinnungsverband beobachtet den Markt und reagiert rasch auf Veränderungen. Zur Nachwuchswerbung werden Faltprospekte eingesetzt und ein Werbespot für Raumausstatter und Sattler. Raumausstatter und Sattler. Zwei vielseitige Handwerke, zwei Handwerke mit Tradition. Raumausstatter und Sattler. Zwei moderne Handwerke mit Zukunft, zwei interessante Handwerke. Raumausstatter und Sattler. Ausbildungsbetriebe kennt die Innung. Ausbildungsbetriebe nennt die Innung. Raumausstatter und Sattler. Dem ZVR gelang sogar der Sprung ins Fernsehen. Die Meisterschaft im Handwerk erfordert umfassendes Wissen und Können. Jungmeister und Prüfer haben es geschafft. Der Meisterbrief ist das äußere Zeichen des Erfolgs. Landesinnungsmeister Scholz freut sich mit einer neuen Raumausstattermeisterin. Auch junge Sattler wurden zur Meisterschaft geführt. Vor dem Erfolg, über den sich Prüfer und Geprüfte freuen, lag ein Vorbereitungskurs unter Leitung von Oberstudiendirektor Füller. Vielfältiges meisterliches Können wurde gefordert und gezeigt. Neben der Praxis müssen angehende Sattlermeister auch die Theorie beherrschen. Der Landesinnungsverband ist Mitglied im ZVR. Dort berät und bestimmt er die bundesweite Politik für Raumausstatter und Sattler mit.
Wertvolle Gespräche gibt es auch am Rande der ZVR-Tagungen. Der ZVR kommt seinerseits auch zum Landesinnungsverband. Auch hier gilt das Wort: Gemeinsam sind wir stark. Präsident Schalthöfer spricht zu politischen und wirtschaftlichen Themen. Hauptgeschäftsführer Schmitz referiert über die PR-Arbeit des ZVR und stellt den neuen Rundfunkspot vor. Der Handwerksspezialist mit vier großen Arbeitsgebieten. Der qualifizierte Handwerker mit Tradition und Fortschritt. Der kreative Handwerker für behagliches Wohnen. Für Bodenlegen, Wandbekleiden, Dekorieren und Polstern. Die Ausbildung zum Raumausstatter bedeutet eine sichere Zukunft. Den Raumausstatter erkennen Sie am R-Zeichen seiner Innung. Der Spot spricht den Raumausstatter-Kunden ebenso wie den künftigen Nachwuchs an. Konsequenz sind positive Schlagzeilen. Sie finden eine positive Resonanz in der Arbeit der Innungen. Optimismus ist angesagt. Landesinnungsmeister Scholz hält engen Kontakt zur Basis. Er gratuliert zur Gesellenprüfung, er gratuliert zum Firmenjubiläum. Gute Arbeit wird belohnt. Eine besondere Ehrung erfuhr Oskar Weinbrenner. Für jahrzehntelange Arbeit als Landesfachgruppenleiter wurde er Ehrenvorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes. Die größte Branchenmesse ist jeweils am Jahresanfang, die Heimtextil in Frankfurt. Dabei findet der ZVR-Stand große Beachtung. Entstanden in der Verantwortung von Hans-Joachim Scholz, strahlt er positiv auf das Raumausstatterhandwerk in Hessen und ganz Deutschland aus. Die wirtschaftliche und soziale Sicherheit der Mitglieder wird auch durch die Arbeit des Landesinnungsverbandes gefördert. Wichtig ist dabei ein abgewogener Tarif. Die fachliche Fortbildung wird gefördert durch Firmenvorträge, durch Museumsbesuche und vieles mehr. Mit dem ZVR bereitet sich der Landesinnungsverband auf Europa vor und setzt dieses Thema sehr hoch an. Landesinnungsmeister Scholz steuert zuverlässig und sicher das ihm anvertraute Boot. Ein aktiver Vorstand steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Deshalb heißt es zutreffender: Die Hessen sind da.